Cool. Ich wollte einige aufgekommene Fragen, die mir gestellt wurden im TS, noch ansprechen. Außerdem einige Neuerungen seit dem letzten Patch. Und da das sehr relevant ist für die Open Beta, möchte ich das heute noch machen. So, wir beginnen mal ganz einfach wieder im MacLab. Frage: Ich kann nicht starten. Warum? Dafür kann es verschiedene Gründe geben. Zuerst einmal sollte man, wenn man etwas an seinem Mac gebaut hat, auf die Tonnage achten hinterher. Es gibt Bugs, die verursachen, dass im MacLab nach dem Zusammenschrauben und nachdem man gespeichert hat, trotzdem manche Teile nicht verbaut sind, sodass man rauskommt. Und sieht dann plötzlich, ja, hier ist jetzt zu wenig Tonnage und beim Mac steht No Engine. Ja, dann geht man vielleicht zurück ins MacLab und baut den Engine wieder ein. Also, kommt raus, hier steht dann alles in Ordnung, drückt auf Launch und fliegt plötzlich aus dem Spiel. Das liegt daran, dass das zwar angezeigt hatte, dass der Engine nicht verbaut ist, der Engine in Wirklichkeit aber schon verbaut war. Das heißt, ihr wolltet dann im Endeffekt mit zwei Engines starten, was natürlich nicht funktioniert. Deswegen, sobald man aus dem MacLab raus ist, bei jedem Wechsel, alles, was ihr gemacht habt, klickt auf entweder eine leere MacBay oder einen anderen Mac. Klickt dann wieder zurück und wenn dann die Werte stehen, die sind dann richtig hier. Der hat dann einfach bloß alle Probleme, gewisse Werte anzuzeigen. Wie gesagt, immer Doppelcheck. Leere MacBay, andere Mac, zurück, alles klar. Und dann erst auf Launch drücken. So, wo wir gleich hier oben sind, Frage: Was ist Firepower? Firepower ist einfach der theoretische Alpha-Schlag eines Macs. Dabei wird nicht einberechnet die Reichweiten der Waffen, sondern bloß der reine Schadensausstoß. Ja, also wenn hier 35 Schaden steht, dann hat das nichts damit zu tun, dass ich diese 35 Schaden auch auf einmal an einem Feind-Mac anbringen kann. Das gibt also bloß einen groben Einblick. Genauso ist die Heat Efficiency immer auf den Alpha-Schlag gemünzt. Ja. Wie das genau funktioniert, weiß ich nicht, aber Fakt ist, eine Heat Efficiency von 1,2 sollte ein Minimum sein. Selbst dann hat man Probleme. Ja. Also dann sollte man immer noch vorsichtig mit den Waffen umgehen. Und mit dem Waffeneinsatz. So. Neu in die Open Beta jetzt mit dem letzten Patch kommen diese Buttons hier oben: Loadout, Modules, und da sieht man schon: This action will cause all changes to be lost. Continue. Jawohl. Was mache ich jetzt? Allerdings, wenn man jetzt etwas gebaut hat und hier umschaltet, dann muss man wirklich darauf achten, das vorher zu speichern. Ansonsten geht's verloren. So, Frage auch bei den ganzen neuen Geschichten, bei den Upgrades. Ich gehe mal direkt rein. Was ist hier das Beste? Definitiv bleibt bei Standard Armor. Die Ferrofibrid-Panzerung ist es einfach nicht wert. Die verbraucht 14 Slots im Mac und bringt relativ wenig Tonnage, die frei wird. Das Beste, was man machen kann zurzeit, ist Endostahl. Die räumen richtig Platz frei. Also bei einem 50-Tonnen-Mac kommen nochmal 2,5 Tonnen, die frei werden. Und bei kleineren und Medium Macs bleiben sowieso sehr viele Slots ungenutzt im Mac, sodass man auf die 14 Slots, die das verbraucht, auch wirklich verzichten kann. Außerdem kostet Endostahl zurzeit so gut wie nichts, wenn das beschädigt ist und repariert werden muss.
So, und da wir gerade hier sind, Double Heatsinks, Standard Heatsinks. Was macht ein Double Heatsink? Double Heatsink wiegt genauso viel wie ein Standard Heatsink. Eine Tonne verbraucht allerdings 3 kritische Slots im Mac. Das heißt, wenn man die einbaut, hat man zwar mehr Double Heatsinks im Engine, ja, also man kommt auf, statt zum Beispiel, wir nehmen jetzt mal einen 250er Engine, der kommt standardmäßig mit genau 10 Heatsinks dabei. Wenn ich die auf Double Heatsinks umbaue, dann habe ich zwar hier immer noch 10 stehen, aber die werden gerechnet wie 20 Heatsinks. Allerdings ist das auch wieder eine Spielerei, wo man darauf achten muss, lohnt sich das wirklich für meinen Mac? Manchmal, also bei manchen Macs ist es der Fall, dass man mehr Heatsinks mitnehmen kann, wenn man Standard-Heatsinks nimmt, weil die weniger Slots verbrauchen. Ja? Umso größer die Waffen, die man in einen Mac einbaut, umso weniger Slots hat man ja am Ende übrig. Hier noch angemerkt sei, die neuen Bedingungen für den Engine. Und zwar, es kommen jetzt mit dem Engine immer nach Gewicht Heatsinks mit. Und zwar alle 25 Punkte Engine kommen genau ein Heatsink. Und auf 250 hat man genau 10 Heatsinks dabei. Das ist das, das Maximum, was mitkommt. Hat man zum Beispiel einen 275er oder 300er, bekommt man freie Slots im Engine. Da kann man einfach Heatsinks einbauen, ohne dass die Slots im Mac selbst verbrauchen. Das gilt für Double Heatsinks genauso wie für Standard Heatsinks. Hat der Mac allerdings einen kleineren Engine, dann muss im Mac so viel Heatsinks verbaut werden, dass man auf mindestens 10 Heatsinks kommt. Ansonsten kann man mit dem Mac nicht ins Gefecht starten. So, das haben wir abgehandelt. Jetzt gehen wir mal wieder raus. Jetzt ganz neu, Yenlo Wang. Ja. Super Sache, wird auch hier im Homescreen beworben, hat einen 30%igen Boost auf Siebels, hat diesen Custom Skin, der wirklich gut aussieht, und ist eine einzigartige Variante. Was man davon nur hält oder nicht, ist egal. Der hat standardmäßig eine AC20, also eine AK20 und 2 Medlaser im Center Torso. Und kostet 3750 Mac-Credits. Das ist die Goldwährung. Ist nicht für Siebels zu kaufen. Hier muss ich anmerken, dieser Mac lohnt sich nicht. Ganz besonders nicht für Einsteiger. Er ist komplett unterbewaffnet. Und der Centurion, dadurch, dass er sich sowieso auf diese Armwaffe verlassen muss, ist ziemlich im Eimer in einem Gefecht, und zwar ganz schnell. Wenn man ihm die Armwaffe weggeschossen hat, hat er quasi 70% seiner Feuerkraft verloren. Und das bringt es einfach nicht. Also, ich würde raten, erstmal Finger weg, bis man sich reingefuchst hat ins Spiel, und dann kann man immer noch überlegen, ob man sich den für Goldwährung kaufen möchte oder nicht. So, wo wir gerade mal dabei sind, verkaufen. Ich kann für MC ja Max kaufen. Wenn ich aber schlau sein möchte und sage, ja, ich kaufe mir jetzt einen der teuersten Max und verkaufe den dann wieder und habe dann statt MC Siebels, ja, dann habe ich schlechte Nachrichten für euch, denn die Verkaufspreise wurden extrem gesenkt. Wenn man den jetzt verkauft, bekommt man nur noch, ja, wie viel ist das hier, vielleicht 20% des Einkaufswerts, 20-25% vielleicht. Also
Das lohnt sich auf gar keinen Fall mehr. Außerdem gab es einige Fragen bzw. Vorschläge, euch noch zu zeigen, was mit den neuen Waffen und Geschichten los ist. Und zwar Tech und Narc. Narc ist quasi, nimmt einen Raketenslot ein und ist deswegen munitionsabhängig. Die Munition dafür besteht nur aus 6 Schuss. Ein Narc markiert ein Ziel, und zwar für ungefähr 20 bis 30 Sekunden, das weiß ich nicht genau. 20 bis 30 Sekunden ist aber eine gute Schätzung. Woraufhin die LRMs das Ziel besser treffen und LRMs und Streak SRM auch eine schnellere Aufschaltung ermöglicht. Das Problem bei Narc ist einfach, es ist teuer. Es wiegt 3 Tonnen plus die Munition, die verbraucht wird. Und der Mech, der darauf feuert, beziehungsweise der Scout, der das Narc drauf abgefeuert hat, muss immer noch die Sichtlinie aufrechterhalten, damit die LRMs auch nicht den Lock verlieren. Das heißt, dieses Narc ist komplett sinnlos eigentlich. Wenn, dann sollte man zum Tech greifen. Das ist ein Laser mit 450 Meter Reichweite, quasi ein Lasermarker, der den gleichen Effekt hat, nur dass man hier eben nicht munitionsabhängig ist, das Ganze auch nur eine Tonne wiegt und 100.000 Siebes kostet und keine laufenden Munitionskosten außerdem verursacht. Ja, und dann noch eine kleine Sache. Es wird euch sicherlich schon aufgefallen sein oder auch nicht, wenn, je nachdem, ob ihr schon gespielt habt. Der Glow-Effekt ist viel zu hell gerade. Das ist ein Bug, kein Feature und wird wohl noch geändert. Das Problem mit diesem Glow-Effekt ist, also das ist das Glühen, wenn man den feindlichen Mech mit seinen Waffen getroffen hat. Ja, der ist viel zu hoch eingestellt. Wenn man jetzt nah an dem Mech dran steht, verdunkelt sich die ganze Umgebung so bis so weit, dass man gar nichts mehr sieht, außer diesen glühenden Mech mitten im Fadenkreuz. Ja. Ganz schwieriges Ding, aber muss man erstmal mit klarkommen jetzt. Ja, so viel zum heutigen FAQ. Heute wird auch die Open Beta online gehen. Ich hoffe, ihr habt Spaß, ihr bleibt dabei, habt Geduld. Und seht über die Bugs hinweg. Tüdelü.